Wir freuen uns über das große Medieninteresse zur Wiederaufnahme unseres Flugbetriebs am heutigen Tag. Gestern Abend haben Angehörige der Verunfallten unserer Crew und rund 150 Freiwillige der JU Airforce Centres an einer Gedenkfeier der 20 Opfern des Flugzeugabsturzes vom 4. August gedacht. Dieser heutige Tag und diese heutige Medienkonferenz ist für uns nicht courant normal. Diese 20 Kerzen hier stehen für 20 Menschen, die am 4. August das Leben verloren haben. Wir alle arbeiten in Berufen, wo wir kaum je innehalten. Sie als Medienschaffende, wir als Kommunikatoren und auch in der Airline-Branche. Ich bitte Sie deshalb, sich eine Minute Zeit zu nehmen,